Daniel, 2016, da kann ich mich nämlich auch noch daran erinnern, da gab es ein Davencroft-Event. Und die Kollegen von Davencroft haben wie immer in ihrer sehr direkten Art und Weise haben einmal ganz klar gesagt, es wird sich alles radikal verändern für Sender, Vendors und für alle, die da dranhängen. Und eigentlich brauchen wir keine richtig großen Messehallen mehr, sondern wir shrinken alles, weil es gibt die, ne, der eine kümmert sich um Audio, der andere kümmert sich um Video und was auch immer. Und dazu braucht es eine Halle und da wird alles deployed. Ja. Teilst du diesen radikalen Ansatz von seiner und die These, und wo stehen wir heute? Vielleicht sagen, was ist möglich und was ist sinnvoll. Vielleicht fangen wir so rum an. Ich habe dir ein paar Slides mitgebracht. Ja, Vielleicht bringen wir die kurz die hoch. bringen wir kurz hoch, ja. Und das ist genau dieses Davencroft-Event. Ja. Die haben 2016 gesagt: Hey, alles, was wir tun, das ist es nicht, aber Warte mal, fast. das ist fast. Nein, das ist auch nicht. Ja, das ist es. Jetzt. So, alles, was wir tun, das ist momentan der Broadcast-Show-Floor 2016 von der NAB. Man sieht alles so ganz normal. In jeder Halle gibt es ein bisschen was, ein bisschen Kameras, ein bisschen Storage und so weiter. Und wenn du mal eins weiterklickst, dann haben sie gesagt, okay, was ist denn 2020, 2025 oder 2030 oder wann auch immer? Und dann wird es nur noch eine Halle geben, wo die ganzen Apps drin sind und rundum gibt es nur noch Surfaces und Server. Es gibt jetzt zwar nicht eine Halle, aber ich kann insofern eins sagen, das, was die damals gesagt haben, in welche Richtung das sich entwickelt, und Covid hat das sicher auch dementsprechend beschleunigt, das geht schon in die Richtung. Und man hat das gerade vorher von Mike gehört, wir machen mit dem gerade die eine oder andere Produktion. Und da muss man ganz klar sagen, ja, die können in der Cloud produzieren. Die haben das letzte Mal Simultaneous Punch von einem NFL-Spiel gemacht, in der Cloud und on-premises. Und die haben keinen Unterschied gesehen. Die Frage ist immer, wie gesagt, macht es Sinn und funktioniert es von der TCO-Seite auch? Und wenn man da mal ein bisschen zurückguckt, das war 2016, 2015, wenn du nochmal eins weiterklickst, gab es von uns bereits ein Projekt. Damals hat Sandstorm geheißen, jetzt heißt es AMP. Und wir haben damals 2015 bereits das Ganze in der Cloud gezeigt. Das hat aber auch, muss man auch dazu sagen, das hat einfach 7 Jahre gedauert, bis wir da waren. Und diese 7 Jahre ist Entwicklung reingeflossen und diese 7 Jahre ist in Cloud Native reingeflossen. Und wenn jetzt einer sagen würde, na, musst du jetzt alles in der Cloud machen? Ach, ich weiß nicht. Also es gibt genügend, was wir on-premises machen, und 80% des Umsatzes von Grass Valley kommt aus Hardware und Infrastruktur on-premises. Aber der Weg geht Aber schon in lass mich diese da mal Richtung. einsteigen, wenn jetzt Kunden zu euch kommen. Und ich meine, welche Fragen müssen sie sich im Vorfeld eigentlich stellen? Ich meine, die sind ja in dieser, von dieser Transformation ja durchaus überrannt. Dann fehlen vielleicht auch Kapazitäten innerhäusig und dann stellt man vielleicht auch dumme Fragen. Jetzt kann man natürlich sagen, dumme Fragen gibt es nicht, aber welche Fragen müssen sich so ein Broadcaster oder generell im Vorfeld gestellt werden? Also die erste Frage, die man sich stellen muss, ist sicher, wie das Ganze aufgebaut wird. Und das war damals das alte Prinzip, was wir gemacht haben. Wir haben gesagt, es gibt Apps, es gibt Microservices, es gibt Nodes und Cluster. Da sind wir weit. Das ist jetzt, wie gesagt, das war von 2015. Wenn du nochmal eins weiter drückst, das ist so eine Produktion, wie sie früher gelaufen ist. Man hat im Endeffekt die Infrastruktur gehabt. Irgendwo sind die Signale reingegangen, irgendwo gehen die Signale raus. Das ist so, wie man es kennt, so wie der Ü-Wagen funktioniert. Man geht irgendwo rein, man geht irgendwo raus. Und wenn du nochmal eins weiter klickst, was wir jetzt gemacht haben und was eigentlich so der Ansatz ist von der Industrie, wir haben gesagt, wir packen das mal alles zusammen, wir nehmen den Main Router und packen alle Applikationen in diesen Main Router rein. Und wenn du nochmal eins weiter klickst, dann heißt das in dem Sinn Compute Node. Und das ist bei uns verbunden, und das war die lange Entwicklungszeit, die da gelaufen ist, mit sogenannten Frame Cache. Und was der Kunde sicher jetzt als Unterschied hat zu vorher: Vorher hat er im Ü-Wagen ganz viele Teile mitgenommen und ganz viele Produkte mitgenommen. Und jetzt geht das im Endeffekt in einem Node. Das heißt, das ist ein Server in der Cloud unterm Strich. Das ist eine EC2-Instanz in der Cloud oder auch on-premises bei ihm zu Hause, weil auch da läuft die Cloud. Und damit kann er seine komplette Produktion machen. Was sich der Kunde immer selbst fragen muss, ist, wie sinnvoll ist das, in diese Richtung zu gehen? Weil Cloud heißt jetzt nicht immer günstiger, Cloud heißt nicht immer schneller, Cloud heißt nicht immer besser. Man muss einfach ganz klar sagen, es gibt bestimmte Gründe, warum man eben On-Premises-Produktion macht, warum die NFL mit Überhängen rausfährt und dergleichen. Ja, die wissen, das würde auch in der Cloud gehen. Aber sinnvoll ist es nur bedingt. Und das sind so die Geschichten, wo man einfach rein muss. Man muss sich als Kunde sicher im ersten Schritt mal fragen, was möchte ich erreichen und kann ich das erreichen mit der Cloud? Also funktioniert TCO da drin, also Total Cost of Ownership in der Cloud? Oder ist es vielleicht doch besser, on-premises zu bleiben oder ein Hybrid zu machen? Genau, da würde ich jetzt gerne mal einsteigen in die Diskussion Hybrid.
Markus, vielleicht hast du dich gefragt, warum habe ich dich jetzt eingeladen zu einer Diskussion und all die ganzen Schlaumeier quatschen über die Cloud und ich fahre mit dem Ü-Wagen raus, ja? Du bist die Basis, was wir jetzt gerade noch tun. Ja? Also die DFL ist nicht in der Lage im Moment, die braucht euch und es wird auch weiterhin euch brauchen. Also das ist doch erstmal per se ein gutes Zeichen. Ja, definitiv. Ich finde es auch schön, dass du es so siehst, dass man uns auch in Zukunft braucht. Aber nichtsdestotrotz, und deswegen bin ich froh, dass Daniel das gerade so formuliert hat, es geht zwar schon extrem viel in der Cloud, aber auch bei allem, was geht, kann man sich trotzdem die Frage stellen, ob es sinnvoll ist. Mhm. So, und im Endeffekt, du hast vorhin gesagt, Cloud Production, Migration to the Cloud ist ein neues Buzzword, war IP vor ein paar Jahren auch. Es wäre tatsächlich schade, wenn es als Buzzword missbraucht wird, weil es ja einfach wirklich eine Erweiterung der Möglichkeiten ist. Wir haben ja heute schon an verschiedenen Stellen gehört, dass Technologie nicht mehr die Inhalte limitiert, sondern dass wir einfach inzwischen so viele Möglichkeiten haben, die Inhalte, die gebraucht werden, die gewünscht werden, zu produzieren. Und die Herausforderung für einen Dienstleister, wie wir es sind, ist natürlich nachher mit dem Kunden rauszufinden, was ist die sinnvolle Produktionstechnologie. Mhm. Und ich sage mal, einen Workflow in der Cloud aufzusetzen, ist im Zweifelsfall immer dann am einfachsten, wenn ich wirklich die Kontrolle von der Signalgeneration habe bis oder Generierung habe bis zu dem Thema, dass ich genau weiß, welche Endprodukte ich nachher delivern will. Weil in die Cloud was reinzubringen, wissen wir alle, ist sehr günstig, es nachher wieder rauszukriegen, kann sehr teuer werden. Das heißt, wenn ich als Dienstleister in der Mitte bin, muss ich mich sehr genau mit meinem Kunden vorher abstimmen, was sollen die Endprodukte sein, um dann nachher auch das Thema Kosten, Qualität und so weiter nachher mir anzugucken, um dann zu entscheiden, was empfehle ich auch meinem Kunden. Dann haben wir noch ganz viele Nebenkriegsschauplätze. Wir haben das Thema Personal, kam heute auch mehrfach. Der Kollege Marc von Singular hat auch gesagt, dann komme ich in den MCA rein und da sitzen Leute, die seit 20 Jahren mit BNC und SDI arbeiten. Und das Schlimmste, was ihnen passieren konnte, war irgendwie Internet in ihren Signal-Workflow zu integrieren. Die muss ich jetzt auch davon überzeugen. Die muss ich aber nicht nur davon überzeugen, sondern wir reden immer über Fachkräftemangel. Die muss ich auch schulen, die muss ich auf dem Weg mitnehmen. Also da gibt es einfach sehr, sehr viele Dinge zu bedenken, damit wir nachher zu sinnvollen Lösungen kommen. Und das Coole ist, die Lösungsmöglichkeiten werden größer. Das heißt, wir können unseren Kunden im besten Fall in Zukunft auch neben der Set-Seite, wofür man uns sowieso braucht, neue Produktionsmöglichkeiten anbieten. Und ich glaube, ein wichtiger Faktor ist nun mal Skalierbarkeit. Deswegen mal zu dir, Thomas. Du hast ja eine interessante Firma gekauft und fand ich ja so nebenbei, ne, im IBC mal getroffen, auf dem SVG-Event, hallo, ich komme gerade über Brüssel und dann ist es Simply Live. Wieso, weshalb, warum? Weil das Tagesgeldkonto ist einfach Schrott, muss einfach weitermachen. Ne? Nee, sag mal, also ist die Strategie, wie viel Cloud steckt eigentlich in der Mission von Riedel und wie hilft dir jetzt übrigens auch der Simply Live-Erwerb? Also die kurze Antwort darauf ist erstmal, weil wir es konnten. Gut, ist immer gut. Aber natürlich steckt ein bisschen mehr dahinter. Wenn man sich anschaut, was Simply Live macht, dann ist man genau an dem Punkt, dass man sieht, die sind ganz tief im Videothema drin. Mhm. Da engagieren wir uns jetzt schon seit mehr als 10 Jahren, aber das bringt uns einen Schritt weiter. Und die Produkte sind komplett komplementär zu dem, was unser Portfolio ist. Also erster Grund, der passt. Ja, der zweite Grund ist, die haben ganz spannende Produkte. Die Produkte funktionieren, die hatten aber ein Thema mit der Skalierung. Wir haben ein Vertriebsnetz international, wir haben irgendwo Marketing, wir haben Service und so weiter. Da kommen zwei Dinge zusammen, wo eins und eins sicherlich mehr als zwei ist. Mhm. Und das ist der zweite Grund. Wenn man in die Technologie schaut, dann sind wir genau dabei, dass die Lösungen sehr softwarezentrisch sind. Und Riedel historisch kommt ja sehr stark aus der Hardware-Ecke, auch wenn eigentlich immer Software eine Rolle gespielt hat. Aber trotzdem ist das etwas, was uns auch in der Richtung weiterhilft. Also wenn man sich diese ganzen Elemente anschaut, dann ist man ganz schnell an dem Punkt, wo man sagt, jo, das ist alles logisch. Und wenn ich sage, weil wir konnten, dann bezieht sich das gar nicht nur darauf, dass wir das finanziell stemmen konnten, sondern auch darauf, dass dieses Team uns wollte. Mhm. Denn das ist auch nicht selbstverständlich und da sind wir eigentlich besonders stolz drauf, dass irgendwie so ein tolles Team mit so einem Erfolg, und wir haben eben von zwei Amerikanern gehört, die beide irgendwie damit arbeiten, ja. Habe ich denen nicht bezahlt irgendwie, ja. Fand ich trotzdem cool. Bezahlte Werbepartnerschaft war gut. Und daran kann man eigentlich sehen, wie verbreitet irgendwie das Produkt schon ist. Und dass wir das konnten,
das ist eben großartig, weil die eben uns wollten. So, und jetzt sind wir irgendwann auch beim Cloud. Es braucht ja immer irgendwie eine Sau, die gerade durchs Dorf getrieben wird. Das waren vor ein paar Jahren mal irgendwie IP. Jetzt sehen wir alle irgendwie, es gibt doch irgendwie noch SDI, auch interessant. Also es gibt beides und es gibt gute Gründe, warum man was benutzt. Letztes Jahr oder das letzte Mal, wo wir uns gesehen haben, haben wir uns über 5G unterhalten. Und irgendwie doch hat 5G den Weltfrieden nicht geschafft, obwohl wir es alle erwartet haben. Und natürlich kann 5G auch irgendwas. Und jetzt reden wir über Cloud. Und ich bin ja ganz dankbar, dass der Daniel eben schon die Balance reingebracht hat, weil eigentlich habe ich erwartet, dass ich dir so richtig widersprechen kann. Schade. Aber das hast mir so richtig verdorben, weil ich da natürlich noch sagen kann, das kann sicherlich ganz viel, aber das wird auch nicht alles lösen. Und ich glaube, wir müssen uns einfach mit den Themen viel, viel tiefer und viel, viel breiter befassen. Und ich glaube, es ist auch zu einfach, den Markus mit seiner TVN da in so eine Schachtel zu packen und sagen, irgendwie sein Business funktioniert nur, wenn Räder drunter sind. Das ist eine Service Company, wo ich sage, naja, da sind einfach mal Räder drunter, weil das in dem Fall Sinn macht. Aber wenn er die Räder wegnimmt, dann ist das irgendwie trotzdem irgendwie noch eine spannende Company. Mhm. Und wenn da ein Teil der Technik in der Cloud ist, dann wird TVN sicherlich auch noch dabei sein. So, also ich glaube, wir müssen einfach tiefer und breiter schauen. Und das ist bei der Cloud eben auch der Fall. Und auch da, wenn ich jetzt in den Begriff selber reinschaue, was heißt denn das überhaupt? Also am Ende geht es doch darum, die Cloud ist ja eben nicht irgendwo in den Wolken. Und da sind doch noch tatsächlich Computer, die auch irgendwo stehen müssen. Und das kann eine Public Cloud sein, wenn man anfängt. Das sind dann irgendwie die Lieferanten, die auch an der Tür klingeln und Pakete abgeben. Und das kann aber auch irgendwo, vielleicht euer eigenes Rechenzentrum sein oder unseres. Die meisten Leute wissen gar nicht, dass wir zwei davon haben. Und an der Stelle, glaube ich, ist das für uns ein ganz super Baustein, dass wir unser Portfolio erweitern können. Sehr gut. Wenn das die Antwort war. Das war eine gute Antwort. Ich habe auch nichts anderes erwartet. Du kaufst nicht unbedacht, von daher alles Gute, glaube ich. Uli, mal auf die Seite guckend. Wizard T, ihr engagiert euch ja vornehmlich ne, jetzt sehr stark in den ganzen Cloud-Prozessen auch. Was sind die Big Storylines auch aus der IBC kommend, die ihr sozusagen auch verkündet habt, beziehungsweise wie siehst du den Wandel auch Richtung Cloud Operation, Cloud Production, Moving, Transformation und was ich noch alles an Buzzwords jetzt hier hinwerfen kann. Ja, auch wir konnten was kaufen. Ist immer gut. Sag ich gleich was zu. Cloud, also der beste Übergang war eigentlich das von Mike. Sie nutzen Grafik in der Cloud, einfach so. Also unser einer großer Fokus für Cloud ist, dass wir die bestehenden Workflows erweitern auf die Cloud. So, dass sich von den Workflows eigentlich nichts ändert. Dass man die Vorteile nutzen kann, man kann remote zugreifen, man kann es hochskalieren, aber es ist nicht ein anderes Tool, es funktioniert nicht anders. Die Leute, die in die Regie reinkommen, merken nicht, dass jetzt ein Teil davon in der Cloud ist. Und das ist eigentlich immer so die höchste Auszeichnung, die wir bekommen können, wenn man mit einem Kunden redet, wie neulich bei einer Parallelproduktion für Tendis mit 14 Kameras und der Operator sagt, ich habe gar nicht gemerkt, dass das in der Cloud war. Als wir euer Handball machen, lief's ähnlich. Weil ja, es ist ein Rechenzentrum, was woanders läuft und erstmal soll man die Möglichkeiten haben und genauso weiter produzieren können wie bisher. Natürlich ergeben sich neue Möglichkeiten. Und da kommen wir jetzt auf das Thema, was wir uns leisten konnten. Wir haben die Firma Flowix gekauft, HTML-Grafikfirma. Damit haben wir jetzt einfach mehrere Render-Möglichkeiten rein von der Render-Technologie. Ein anderer Aspekt ist, kommt das Thema Talent rein. HTML-Designer findet man deutlich mehr als Artist-Designer. Aber es ergeben sich eben auch die neuen Möglichkeiten, dadurch, dass das in der Cloud ist. Man kann bis hin zu Fan-Engagement, Client-Side-Rendering machen, Feedback der User mit reinnehmen in den Grafik-Workflow. Aber auch da ist jetzt wieder unsere Arbeit für die nächsten Monate, dass wir das in unsere Grafik-Workflows reinbringen. Letzter Punkt für Cloud ist, da endet man dann auch bei dem Thema Kosten. Das, was Cloud ermöglicht, was wir eigentlich in unserem hier, wenn ihr so eine Facility hier baut und ein Studio baut, da kommen ganz viele Leute von meinen Ex-Kollegen und bauen das auf und schrauben das zusammen, installieren die Software und dann läuft das hier 4 Jahre. So mache ich es ja in der Cloud nicht. Ich möchte es in der Cloud alles automatisiert
aufbauen, provisionieren, deployen, in einer standardisierten Art und Weise und es nach der Produktion im Prinzip wieder in die Tonne treten, für die nächste Produktion angepasst auf diese wieder hochfahren. Wenn ich dann Cloud nur für den Tag der Produktion nutze, dann macht es auch preislich wieder Sinn. Aber dazu muss man die ganze Installation und Deployment der Software automatisieren. Und das ist der andere Bereich, an dem wir arbeiten, wo wir jetzt mit WissNow ein Deployment-Produkt für die Cloud launchen. Sehr spannend. Steffen, eure Sicht der Dinge aus Ross. Was ist denn im Moment lieber, der hybride Ansatz oder Fully Deployment in the Cloud? Im Moment glaube ich ganz klar hybrid, einfach weil die Cloud nicht die Performance bietet, die einen Ü-Wagen hat für große Fußballspiele, für große Events. Deswegen ist, glaube ich, Hybrid aktuell ein Muss. Aber wir entwickeln auch viel in der Cloud. Wir haben fast alle unsere Produkte, wo es eben Sinn macht, die in die Cloud zu bringen, auch in die Cloud gebracht. Was auch gut so ist, ich kann mal so das Beispiel bringen mit den Special Olympics eben, das fand ich super. Da habt ihr von gesprochen, dass ihr verschiedene Produktionsstandards habt. Und klar können wir mit Sicherheit den Bronzestandard und Silberstandard für diese kleineren Events in der Cloud machen, wo ihr vielleicht kein SNG hinschicken müsstet, sondern da eben auch nochmal euren Carbon Footprint nochmal kleiner machen könnt. Ich weiß nicht, ob NDP gerade im Carré springt, aber ja, wäre ein Ansatz. Aber, nein, aber das ist halt das, wo wir halt die Cloud sehen. Es wird mit Sicherheit irgendwann kommen, dass wir halt große Events machen können, aber Stand heute sprechen wir mit den Kunden halt eben über diese kleineren Produktionen. Was für uns aber gerade ein interessanteres Thema ist, ist, wie können wir die Interoperabilität in der Cloud erreichen, und zwar herstellerübergreifend. Das ist das, wo wir gerade dran arbeiten. Da gab es ein Projekt, oder gibt es ein Projekt, was vor 10 Monaten bei ROS gestartet ist, das schimpft sich Catena. Und das soll ein offener Standard werden, Open Source, bei dem alle mitmachen können und sollen, basierend auf unserem Open Gear Standard. Also wir haben das schon mal mit einer Hardware-Plattform gemacht, vor über 10 Jahren sehr erfolgreich, und mit den Erfahrungen und auf der Basis versuchen wir gerade eben was für die Cloud zu machen, um halt eben einen offenen Standard zu etablieren, bei dem, wie gesagt, alle mitmachen dürfen und alle mitmachen sollen, der auch nicht von uns kontrolliert wird, aber der es dann eben nachher den Kunden ermöglicht, sich eben in der Cloud auch, ich nenne es mal, seinen eigenen Control Room zusammenzustellen, weil in der Realität habt ihr einen Videomischer von Hersteller X, Grafik von Hersteller Y oder V in dem Fall, Replay von Hersteller Z, und ich glaube, das ist das, wo wir in der Cloud auch hin müssen, um den Kunden eben die Flexibilität und Auswahlmöglichkeit zu geben, die sie heute auch eben auf der Hardware-Seite haben. Absolut, sehe ich genauso. Ich glaube, da muss es hingehen. Jetzt wollte ich mal kurz zu Tim rübergeben. Wie viel, ich sag mal, Cloud-Prozesse, mein Oberbegriff, hat eigentlich so ein Bundesliga-Spieltag heute? Oder wo steht ihr da? Danke für die Einladung. Immer gerne. In der Runde. Es hat sich klar innerhalb der letzten 2 Jahre durch Covid ergeben, dass wir diverse Sachen jetzt auch cloud-basiert abwickeln. Ja, das heißt, sei das die Kommentatoren, die international vorher eingeflogen wurden aus UK nach Köln, um bei der CBC dann den englischen Kommentar dort zu sprechen. Die sitzen jetzt zu Hause und machen von dort sozusagen das Commentary System, weil es einfach nicht anders ging. Die kamen einfach nicht nach Deutschland rein während der Covid-Zeit. Also hat sich so ein Prozess entwickelt. Wir spüren mehr und mehr, dass wir ja nicht mehr nur, wir reden ja nicht über das Host Broadcasting vor Ort, sondern wir als Sportcast sind verantwortlich für die komplette Produktionskette. Wir haben heute Markus gehört aus der Produktsicht, wir haben gehört von Florin Mitou, wie das ganze Produktportfolio sich aufsplittet. Also wir reden auf der einen Seite davon, dass wir das klassische Topspiel Samstagabend im Stadion haben, wo die 3 Personen stehen am links und das High-Class-Anspruch, den ihr als Sky für Samstagabend habt, müssen wir abliefern. Und wir sprechen auf der anderen Seite davon, dass ich ein Clip-Package ausschicken muss an den internationalen Kunden in Vietnam. Und wir müssen dann bitte noch eine Starcam mit einer HTML-Grafik rausschicken über einen Stream, RTSP an wen auch immer. So, und dann rede ich von einer Vielfalt mittlerweile, von dem wirklich Classic High-End-TV bis zu einem wirklichen kleinen Asset, was uns einfach nicht viel Zeit und viel kosten darf. Und diese Komplexität abzudecken,
Das ist die Herausforderung, die wir immer mehr jetzt sehen. Und du weißt es genau, wir sind jetzt im zweiten Jahr der Lizenzperiode. Wir machen uns jetzt schon viel Gedanken über 25 bis 29. Und wenn ich all die Statements höre, freue ich mich, dass wir jetzt an dem Punkt sind, dass es so viele Möglichkeiten gibt. Und wir müssen jetzt all das, weil bisher, ich meine, wir können ja nicht nur gucken, Markus, wie baust du deinen Ü-Wagen oder wie sieht denn jetzt die Glasfaserübertragung aus, sondern wir müssen ja die gesamte Kette betrachten. Und das ist halt eine sehr, sehr hohe Komplexität und wir müssen weiterhin live unsere ganzen internationalen, nationalen Kunden providen. Ja. Das heißt, da gilt es jetzt für uns im Tier 1 Bundesliga mit dem Basic oder dem World Feed, aber auch allen Zusatzservices für digitale Plattformen zu entscheiden, wie wir uns aufstellen. Und um das noch kurz abzuschließen, ja, dass da ein Hybridmodell die Form ist. Und wir haben sehr viele etablierte Player in unserem Markt. Wir sehen aber, wie sich diese Player verändern. Und das wird auch an den Dienstleistern in dem Markt nicht vorbeigehen, dass sie ihr Geschäftsmodell anpassen müssen. Und das ist ein Weg, den wir gemeinsam gehen müssen, weil keiner hat die Antwort im Moment. Und wir müssen gemeinsam gucken, wie wir die Antwort schaffen können. Und deswegen, ich öffne wirklich das Podium für eine Diskussion, weil die Antwort, Markus, ich meine, du musst dich in deinem Business reinlich zwangen, oder jeder Ü-Wagen-Provider muss sich jetzt auch ändern. Hast du die Antwort? Wo geht's hin? Ich meine, mit wem diskutierst du das? Ich meine, wie kollaborativ muss man das eigentlich angehen? Ja, es ist eine hochkomplexe Geschichte. Als Managing Director einer Ü-Wagen-Firma, wo geht die Reise hin? Wie richte ich mich aus? Was passiert da alles, wenn ich jetzt gucke, die Bundesliga 25, Produktionsvolumen etc.? Wie mache ich das? Was bilde ich ab? Was möchte eigentlich dieser irre Sky-Partner da, wenn er denn Rechte hat? Wie soll das denn aussehen? Also es sind doch keine leichten, im Moment strategischen Dinge, die er da hoffentlich in Hannover diskutiert, oder? Nee, leider nicht. Ja. Aber das macht das Ganze ja irgendwie auch spannend. Und man muss ja auch ganz ehrlich sagen, also unsere Branche war ja noch nie so, dass wir gesagt haben, wir können in 5 Jahren Dinge genauso tun, wie wir sie heute tun. Ich meine, das ist ja heute auch in verschiedenen Diskussionen rausgekommen. Die Kollegen von der DFL müssen jetzt Medienpakete zurechtschnüren und irgendein Zuschauerverhalten in 2029 adaptieren. Also auch das sind ja Dinge, die nicht so ganz einfach zu entscheiden sind. Und natürlich, wie ich vorhin schon gesagt habe, als Dienstleister, also im Endeffekt ist es dir ja als Kunden völlig egal, ob ich eine Produktion als On-Prem mache, On-Venue mache, in der Cloud mache, als Remote-Produktion, als Produktion at home mache. Dich interessiert die Qualität, die Verlässlichkeit. Du schickst mir im Zweifelsfall irgendwann ein SLA und ich muss nachher gucken, okay, was ist die sinnvollste Möglichkeit, die ich dir anbieten kann? Weil den SLA, den du mir schickst, werde ich wahrscheinlich mit AWS nicht abschließen können. So. Wahrscheinlich nicht, ja. Das wird schwierig. Also das sind ja auch alle Sachen, die wir da noch mitbedenken müssen. Und natürlich haben wir momentan die Situation, dass die Möglichkeiten mehr werden und du trotzdem Entscheidungen unter Unsicherheit treffen musst. So, und die probieren wir in unserem Team in Diskussion logischerweise mit den Herstellern. Und ich fand die IBC wirklich hochspannend, deutlich spannender als die NRB, was Neuerungen angeht. Das ist ja sonst immer ein bisschen unterschiedlich. Mhm. Auf der NRB wird irgendwas angekündigt, was noch nicht läuft. Und auf der IBC kannst du dann im Zweifel verkaufen. Das war in diesem Jahr, glaube ich, deutlich anders. Wir haben da viele spannende Sachen gesehen, viele Sachen, wo man sagt, ja, das probieren wir jetzt mal aus. Genau das werden wir tun. Wir werden verschiedene Sachen ausprobieren von wirklichen kompletten Cloud-Produktionen, von Remote-Produktionen, wo wir jetzt einfach Ansätze gucken, was passt auf was. Weil dieses Thema One Size Fits All wird es auch mit der Cloud nicht geben. Die gab es bisher mit keiner Technologie, mit keinem Technologiewandel. Und dann ist die Herausforderung zum richtigen Zeitpunkt möglichst mehr richtige als falsche Entscheidungen treffen, weil aufgrund der vielen Möglichkeiten wird man auch ab und zu mal einfach komplett daneben greifen und was ausprobieren, was dann eben dummerweise doch nicht funktioniert. Und dann kommt hoffentlich am nächsten Tag eine gute Entscheidung und wir bringen einen tollen Produktionsworkflow an den Start, der für den Kunden genau passt, der für die Anforderungen genau passt, wofür wir die richtigen Leute haben und dann gehen wir da Step by Step voran, weil ich glaube, dieses Thema auch aufgrund von Investitionszyklen, von Rechteperioden und so weiter, es wird ja nicht von heute auf morgen kommen. Es wird aber die große Herausforderung sein und da haben wir vielleicht nochmal die Situation, dass wir ja extrem viel Premium-Sport oder Premium-Produktion machen. Das ist natürlich momentan eher
der Bereich, wo die Cloud am letzten ankommt, wo man zwar vielleicht sagt, wenn du Zusatzanforderungen hast über ein Host-Broadcasting hinaus, über die unilaterale Leistung hinaus, dann kannst du dir schon mal Cloud-Workflows mit dazu holen, damit du nicht noch mehr auf dem Ü-Wagen mitnehmen musst oder noch mehr in deinen eigenen Facilities haben musst. Aber unsere Herausforderung als, wenn ich uns mal so bezeichnen darf, Premium-Dienstleister wird sein, dass wir nicht den Zeitpunkt verpassen, wo bei ganz vielen anderen Dingen oder bei ganz vielen anderen Produktionen, bei kleineren, bei Tier-2-Produktionen schon ganz viel Innovation passiert und die dann irgendwann bereit sind für die Premium-Sachen nicht mehr so viel. Und andere nachher die Erfahrung haben, die wir nicht sammeln konnten. Ich glaube, das ist die große Gefahr und da möchte ich auch nochmal eure Meinung. Ich meine, in den niedrigeren Tiers wird wahnsinnig viel experimentiert und es funktioniert sehr vieles und man merkt durchaus auch bei der Akzeptanz des Zuschauers, keine Ahnung, die 25 Kameras sehe ich eh nicht, die zwei tun es auch. Und das ist nämlich zum Standard von, genau, 2220 Euro. Wie verändert das übrigens dann auch die Tier-1-Produktion? Weil ich glaube auch, der Kunde wird ein anderer, es hat da funktioniert, es kann auch nicht so schwer sein, das Ganze zu skalieren auf 5 oder bis 10 Kameras. Daniel, deine Meinung dazu? Auch gerne. Ja. Also ich muss sagen, ich muss bei ein paar Sachen so wieder ein bisschen widersprechen, so ein bisschen Dampf hier reinbringen in den Schuppen. Also das eine ist, wir sehen bei Grass Valley die Hauptadaption im Tier 1 und nicht Tier 2, Tier 3. Also das ist mal eine Geschichte, muss ich ganz klar sagen. Unsere Hauptkunden laufen da. Wenn man AMP sieht und wie AMP aufgebaut ist, also unsere Plattform aufgebaut ist, ist auf der Control-Seite läuft eine Art Control-Plan und dann hast du im Endeffekt Workloads unten drunter, die laufen. Wir haben allein im Juli 3 Millionen Stunden Workloads processed in unserer Plattform. Wir haben über 1000 Channel hochgefahren jetzt in den letzten 6 Monaten. Also, und das ist nur Tier 1, das ist nicht Tier 2 und Tier 3. Der Punkt ist, was wir immer wieder sehen, ist, die Zurückhaltung in manchen Ländern und auf manchen Kontinenten ist höher als in anderen. Ich kann immer einfach nur sagen, einfach mal machen. Ja, dann probiert man das mal aus. Und da ist man teilweise schon sehr erstaunt drüber, wie viel dann da geht und wie viel da wirklich ist. Es bleibt im Endeffekt immer das gleiche Problem. Irgendwie musst du deine Signale in die Cloud bringen und irgendwie musst du deine Signale wieder rausbringen. Ja. Das ist immer so. Und ich meine, irgendwie musst du deine Signale jetzt momentan zum Venue bringen oder vom Venue wegbringen. Und das ist auch so. Heißt also, wir sehen schon einen sehr starken Drive in dem Bereich. Die Frage immer noch bleibt genau die gleiche. Und das hatte ich einfach anfangs gesagt. Wo macht es denn Sinn, das zu tun? Nicht jeder, der jetzt momentan nach Cloud schreit und da reingeht, ist immer super perfekt dafür geeignet, das in der Cloud zu betreiben. Wir sehen die Hauptadaption momentan zum Beispiel nicht unbedingt in dem Live-Bereich, sondern hauptsächlich im Bereich Playout als Beispiel. Jetzt, ja, wo wirklich die überwiegende Zahl an Channeln jetzt in die Cloud gehen, weil das ist halt einfach eine Technologie, die jetzt mature ist. Aber wenn du jetzt mal sowas wie CBC nimmst in Amerika, die sammeln 800 Multiviewer-Signale aus ihren UB-Events ein über AMP und distribuieren die über die Cloud. Das geht. Also ich meine, das ist nicht so, dass das nicht geht. Wie gesagt, die Sinnhaftigkeit ist eines, muss man immer gucken. Die Kosten ist ein ganz anderes Thema. Fachkräfte ist auch so ein Thema, gell? Das ist auch nicht immer leicht, das weißt du auch, da muss man natürlich auch schauen. Aber was wir schon wirklich ganz klar sehen, du musst es machen. Und vielleicht ein Unterschied noch, und den möchte ich schon sagen, ist, wenn man als Hersteller in die Cloud geht, dann musst du natürlich gucken, wie du es tust. Und was Grass Valley gemacht hat, ich bin noch nicht lange dabei, aber ich war selbst sehr erstaunt drüber, weil die haben halt einfach von null angefangen und haben alles weggeworfen und haben in der Cloud alles neu gebaut. Und der Unterschied ist natürlich, wenn du Cloud Native baust, dass du Microservices in einem Node skalieren kannst. Wenn du Lift and Shift machst, fährst du Kisten in der Cloud hoch. Und dann ist es natürlich so, wenn ich jedes Mal eine Kiste hochfahren muss für einen Service, dann habe ich natürlich für eine Produktion irgendwie 10 Kisten am Laufen. Und Amazon oder Microsoft oder wer auch immer freut sich drüber, weil das ist einfach Blech und das kostet viel Geld. Wenn du das aber richtig machst und machst das Microservice-Basis-mäßig, dann hast du das in einer Kiste und dann gehen die Kosten auch runter. Und wenn du dann noch die Möglichkeit hast, so wie Uli gesagt hat, ich schalte es an, wenn ich es brauche und zahle es dann auch nur dann und schalte es aus, wenn ich es nicht mehr brauche, dann ist man da eigentlich eher am Ziel. Deswegen, also je nachdem, was man damit macht. Absolut. Aber ich glaube, du hast jetzt eigentlich was ganz Wichtiges schon selber gesagt, dass im Prinzip der Erfolg irgendwie auf der Playout-Seite liegt. Und das widerspricht also insofern dem Markus ja überhaupt nicht. Nee. Weil in der Live-Produktion, und das ist ja eigentlich der Teil, worüber wir jetzt eigentlich in erster Linie gesprochen haben, zumindest war das mein Verständnis. Ja. Und da bin ich also eher auf Markus' Seite und sage, das sehe ich also noch sehr undeutlich.
Und von daher müsste man die Zahlen, die du eben genannt hast, mal relativieren. Wie viel dieser 1000 Channels und so weiter, was da schon da ist, ist denn jetzt tatsächlich in der Live-Produktion? Also, weil ich glaube, die Menge ist Playout, aber du hast also, es selber gesagt. Jein, also Playout fangen wir gerade erst an und sind sehr, sehr überrascht darüber, über die Menge, die darüber schwappt. Das ist eine Geschichte, wir haben, das ist wirklich verteilt. Ganz kurz zu der Live-Produktion und warum ich da auch immer so ein bisschen in Anführungszeichen bremse, wenn es um Live-Produktion geht. Ihr habt einen Ü-Wagen, mit dem fahrt ihr raus. Der Ü-Wagen ist equipped für 100% Erfolg. Ja? Da ist nämlich alles drin reingeschraubt, was ihr braucht, dass ihr 100% Erfolg erzielt. Das heißt also, ihr fahrt in ein Stadion hin und dann kommt irgend so ein verrückter Sandro um die Ecke und sagt, ich hätte gerne noch was extra. Und dann sagt natürlich hier TVN, na klar, kein Problem, habe ich in meinem Ü-Wagen drin, stecke ich an, schleife ich ein und dann funktioniert das. Viel Spaß in der Cloud. Weil in der Cloud ist es momentan so, dass alle Hersteller bauen zwar Cloud-Applikationen und die bauen die teilweise auch Cloud-Native, aber die bauen natürlich den Videomischer und die bauen den Server und die bauen vielleicht noch irgendeine Datenbank dahinter. Und wo sind denn die ganzen Helfer-Apps, die du brauchst? Das Delay, der Switch, der Testbildgenerator, den ganzen Schotter. Und da sehe ich schon bei uns in der Plattform, wir haben wahrscheinlich von den 7 Jahren Entwicklung, sind 3 Jahre ausschließlich in diese kleinen Tools rundherum gelaufen, die du alle einschleifen kannst in deinen normalen Workflow, so wie du es vom Ü-Wagen gewöhnt bist. Und deswegen gehen wir auch gerade her und haben Amp. Ich weiß, ich höre das, ich habe das immer gehört, wo ich noch bei Quest war. Jeder Hersteller sagt das, gell? Und ich sage es selbst. Wir haben Amp auf einer SDK-Ebene komplett geöffnet, ohne Royalties. Das heißt, jeder kann auf die Plattform drauf, der integriert im Endeffekt die API und ist drin und kann alle Helfer-Apps genauso verwenden. Also es muss schon in die Richtung gehen, dass eben nicht nur immer die große Applikation einmal geguckt wird, nämlich was macht der Videomischer, sondern wie funktioniert die Produktion? Und dann gibt es halt so Kleinigkeiten, die man berücksichtigen muss. Okay, Lieben, ganz kurz, ich muss ein bisschen auf die Tube drücken, weil ich habe heillos überzogen heute. Das ist natürlich eine Vollkatastrophe, aber 5 Minuten haben wir noch auf alle Fälle. Uli, vielleicht noch mal ganz kurz dahin gehen, weil du warst gerade ein bisschen still und ich weiß, dass da durchaus in deinem Kopf was anderes vorgeht. Vielleicht möchtest du da noch mal kurz... das sind ja auch alles richtige Sachen, wenn ich so einen Schritt zurücktrete und sage, was ist eigentlich in den letzten 12 Monaten passiert? Und eben kam auch das Thema, wie schnell das eigentlich geht. Und ich glaube, es sind 2 Sachen passiert. Das eine ist, man ist wirklich da, dass wir es nicht nur technologisch, sondern auch mit den Produkten machen können. Es ist keine Begrenzung mehr, dass man irgendwie sagt, ach, wir haben die Bandbreite nicht, wir haben die Latenz nicht, das dauert alles zu lange. Wie gesagt, man kann in der Cloud arbeiten, ohne dass man irgendwie den Unterschied merkt. Und das andere, wir sind gezwungen worden, es zu tun durch die Pandemie. Und dadurch sind wir jetzt eigentlich einen Schritt weiter als bei 2110. 2110 war recht früh technologisch da, aber musste man es machen oder nicht? Ach, lasse ich den nächsten vorgehen erstmal und dann ziehe ich nach und deswegen dauerte das so. Und jetzt sind wir bei alle reingeschmissen worden, haben festgestellt, es geht. Man kann IP auch mit NDI produzieren, es gibt andere Protokolle, man kann remote, man hat Vorteile davon. Und diese 2 Kombinationen bringen uns jetzt eigentlich dazu, dass wir ernsthaft drüber nachdenken. Und jetzt kommt eigentlich der Punkt wie funktioniert die Industrie eigentlich zusammen? Wie ist die Plattform, wie ist der Glue, wie sind die Integrationen dazwischen, wie sind die Workflows, wie kann man Modelle abbilden, man hat einen Dienstleister hier, der hat einen SaaS-Service und man hat einen anderen, wo was On-Prem läuft und beim nächsten läuft Sky, wie ihr es macht, die Sachen in der eigenen Cloud. Wie können die jetzt eigentlich in der Cloud zusammenarbeiten, wenn man das nicht im selben VPC oder auf demselben Node installiert? Gibt es da eigentlich auch in der Industrie Modelle? Und ich glaube, das ist der Punkt, wo wir jetzt sind, dass wir an dem Kollaborationsbereich angekommen sind und in dem Workflow-Bereich. Technologie ist da und wir wissen, es funktioniert. Und ich muss eins sagen, aus der Kundenperspektive, man will es halt einfach haben. Ne? Man will halt einfach wirklich nicht 50 mal 1000 überlegen, das sind wir wieder bei Simplification. Steffen, wenn ihr jetzt mal ein bisschen reinguckt, damit möchte ich auch die Runde schließen. The Future of Broadcasting war ja so ein zweiter Nebending für das Panel. Wo siehst du denn die Zukunft? Jetzt mal unabhängig auch von der Rossbrille, wo entwickeln wir uns hin? Jetzt sind wir in der Cloud, das ist alles klar. Wir werden da unsere Gehschritte machen. Ich würde mal einen Schritt weitergehen. Wir müssen eigentlich über AI wesentlich strenger diskutieren. Was bringt AI dann innerhalb dieser ganzen Wertschöpfungskette? Weil die Cloud ist da, in der Infrastruktur. Wie siehst du den Markt und das Future of Broadcasting?
Ja, wie der Markt sich wirklich entwickelt, wissen wir natürlich nicht, oder wie sich die Industrie entwickelt, das wäre ja schön. Dann würden wir auf das eine richtige Pferd setzen. Wir glauben, dass es in zwei Richtungen geht. Also wir haben eine Dual-Track-Roadmap, so nennen wir das. Also gesagt, Cloud ist für uns ein Riesenthema und da geht ganz viel Entwicklungsressourcen rein und wir bringen alles in die Cloud, was irgendwie geht. Wir haben viele Produkte, die kann man nicht in die Cloud bringen. Die bleiben natürlich als Hardware. Aber wir haben eben halt auch unsere Hardware nach wie vor noch, die wir eben auch noch sehr stark weiterentwickeln und wo wir auch glauben, dass das noch eine Zukunft hat. Jetzt unabhängig von großen Innovationen, das ist nicht das Aufregendste, aber das machen wir halt eben weiter. Und das haben wir damals bei IP genauso gemacht. Wir haben nicht gesagt, es geht jetzt alles in Richtung IP und wir schmeißen alles andere hinten über und gehen Vollgas in IP, sondern wir haben halt beides gemacht, Baseband-Video und IP und sind damit ziemlich gut gefahren. Und das werden wir jetzt auch so machen, weil wir einfach nicht genau wissen, wo geht's hin. Mhm. Und wie gesagt, wenn wir es wüssten, dann würden wir es auch kein weiter sein. Thomas, was glaubst du? Ja, ich glaube, die meisten Kunden, die zu uns kommen, kommen nicht zu uns, weil wir irgendwo hier IP, da Cloud oder sonst was machen, sondern die Kunden kommen zu uns, weil sie ein Problem haben und weil sie glauben, dass wir dieses Problem lösen können. Und deswegen glaube ich auch, dass dieses Thema der Interoperabilität in der Cloud, ja, es ist sicherlich eins. Aber wenn wir uns selber mal überprüfen, ich würde mal sagen, 80% der Leute hier sind vermutlich eingefleischte Apple-User. Ja, und nutzen das deswegen, weil sie überzeugt davon sind, diese Welt zwischen Mac und iPhone und iPad und so weiter funktioniert. Und da muss ich sagen, das trifft sehr meine Philosophie, in der ich sage, irgendwie eine perfekte Hardware und Software aus einer Hand eine Lösung. Und ehrlich gesagt, wie der Apple das genau macht, interessiert mich überhaupt nicht. Aber der macht das in einer Form, dass ich nicht viel nachdenken muss. Und dass das für mich als Tool super funktioniert. Und da bin ich dann auch gerne bereit, ein bisschen mehr Geld dafür zu bezahlen. Und wenn die Geräte dann auch noch ein bisschen cool gemacht sind, dann finde ich das noch besser. Und das trifft eigentlich meine Philosophie. Und während ich natürlich auch nicht weiß, was in Zukunft passiert, wäre das aber die Richtung, auf die ich Geld setzen würde und in Wirklichkeit auch Geld setze. Mhm. Tim, da sind wir wieder beim Simplifizieren, ne? Absolut. Ja, Future of Broadcast. Also ich glaube, das, was wir heute alles gehört haben, da spielen sehr viele Komponenten zusammen. Der Transformationsprozess, der aktuell stattfindet in unserer Industrie. Das Thema Personal, Struktur, Diversität, wenn ich mich so umschaue. Die alten weißen Männer. Ich habe früher, wenn wir in Las Vegas beim SVG-Forum waren, da sind wir aber jetzt hier besser unterwegs. Sind wir hier schon deutlich jünger und es gibt sogar auch ein paar Damen. Mittlerweile gibt es auch in Las Vegas ein paar Damen. Aber die grundsätzliche Altersstruktur in unserer Branche, wir reden über ein verändertes Dienstleistungsservices, wir haben aber eigentlich nicht das Personal dafür. Wie können wir Robotik und Automation eigentlich nutzen? Muss ich aufhören? Nee, die quatschen mir dauernd aufs Ohr, jetzt habe ich keine Lust mehr. Robotik und Automation, was wir häufig gemerkt haben bei Change, dass die Operator Angst haben, dass sie ihren Job verlieren. Wir brauchen diese Leute aber umso mehr, um mit ihrer Kompetenz, damit sie die Dienstleistungsservices zukünftig steuern können. Und ich glaube, das ist die Herausforderung, vor der wir stehen, mit dem Thema Sustainability. Ja. Dem Thema wer möchte am Wochenende eigentlich noch rausfahren und daraus versuchen, ein Ecosystem zu schaffen, das uns attraktiv macht als Branche, dass junge Leute auch für uns eine Relevanz sehen in unserem Wirken und das mit den Services, also ganz kleine Baustellen, die wir haben. Ja, wir haben einige. Daniel, noch? Ich glaube, das läuft alles genauso weiter, wie es jetzt auch läuft. Also die Branche ist sehr schnell geworden, muss man dazu sagen. Wir waren irgendwie Founding Member von AIMS, mea culpa, tut uns leid, und haben 21.10 nach vorn getrieben ohne Ende. Und das war 7 Jahre her. Und jetzt gucken wir, wo wir mit Cloud sind. Und 21.10 kommt gerade so in die Züge rein. Ich glaube, das geht mit Cloud viel schneller, wahrscheinlich auch ohne Standards, weil ich glaube einfach, dass uns das überholen wird. Wo wir da in 3 oder 5 Jahren stehen, weiß ich nicht. Aber momentan, glaube ich, läuft es ganz interessant. Ganz interessant. Markus, du noch letztes Wort? Du bist sozusagen vor dem Trailer und dem Bier. Jetzt kannst du dir überlegen, welche Message du noch landen möchtest. Nein, also im Endeffekt bin ich sehr nah bei Thomas, was den Lösungsansatz angeht, weil unsere Kunden wollen logischerweise von uns nachher auch Lösungen haben. Und ich glaube ganz einfach, Future of Broadcast ist erstmal gesichert, weil die Technologie sich eben weiterentwickelt und wir deswegen auch in Zukunft einfach maßgeschneiderte Lösungen bieten können. Und da wird Cloud definitiv ein Bestandteil sein, Remote auch, egal ob man das jetzt unterscheiden will oder in einen Topf wirft. Und
Es wird spannend. Wir werden die Leute mitnehmen müssen. Wir werden die Leute fortbilden müssen. Aber durch die neuen Technologien werden eben auch viele der Probleme, die auch Tim gerade genannt hat, was Personal angeht, was Attraktivität der Branche angeht, das sind Lösungen dafür und nicht Probleme. Ja. Und man wird einfach die richtigen Lösungen finden müssen für die jeweiligen Herausforderungen und die werden eben mehr, deswegen werden die Entscheidungen auch nicht einfacher. Aber das Schöne ist ja, wie gesagt, was ich am Anfang schon gesagt habe, es bleibt einfach spannend und das macht diese macht ja auch eine Attraktivität dieser Absolut. Branche Absolut. Und ich glaube, wenn wir es richtig erklären und reintragen als Branche, dann wird diese Branche auch weiterhin die Attraktivität behalten, die sie hat aus meiner Sicht. Und ja, wir werden auch ein diverseres Publikum finden, hundertprozentig.